Herzlich willkommen zu Fast and Curious Folge 2, heute mit The Witch Next Door. Und wie wir den Film fanden, das seht ihr jetzt. So, Freunde, wir waren in The Witch Next Door oder im Originaltitel The Wretched. Die deutschen Titel sind immer so, naja. Ist gut, wenn der deutsche, Titel auch ein englischer Titel ist. Ja. Können wir mal eine ganze Sendung über Titel machen. Wie gesagt, The Witch Next Door, Horrorfilm, 95 Minuten lang, läuft bei uns seit, oh Gott. Ich glaube, vierte Woche. Vierte Woche, ja, genau. Also. Insgesamt gab es den Film aber schon ein bisschen länger. Kam das erste Mal raus als Premiere letztes Jahr auf einem Filmfestival in Kanada, Montreal. Whatever, Filmfestival letztes Jahr 2019 und lief in den USA dieses Jahr im Mai an, war aus verschiedenen Gegebenheiten bisher Platz 1 der Kinocharts aus den USA. Erzählen wir gleich noch ein bisschen was dazu und ich gebe mal direkt ab an den Hendrik und der soll uns mal erzählen, wie er den Film so fand. Ja, kurz vielleicht zur Inhaltsangabe. Also es geht im Endeffekt geht's um einen jungen Protagonisten, der 17 Jahre alt ist und aufgrund von einem, naja, Vergehen zu seinem Vater aufs Land zieht für mehrere Wochen. Und ja, er fängt an, dort Freunde zu finden. Also so ein bisschen, Coming-of-Age-Style, würde ich jetzt mal sagen, leicht 80er-Tendenz, obwohl es jetzt keine 80er in dem Sinn waren, aber man hat so ein bisschen das Feeling von irgendwie, das ist ein Sommer, da passiert irgendwas, so, also einfach diese Vibes von früher. Genau, und dann lernt man auch relativ schnell die Nachbarschaft kennen und dass quasi die Mutter und der Sohn von den Nachbarn, die gehen quasi in den Wald und finden dort einen Hirsch und nehmen den mit, um den zum Abendessen zu bereiten. So würde ich das mal sagen. Und ab dann nimmt der Film eigentlich seinen Lauf oder die Story. Das mal zu weit zur Inhaltsangabe. Ja. Dann jetzt einfach kurz und knapp, was halte ich davon? Also anfänglich hat mich die Musik ein bisschen abgeholt, muss ich sagen. Fand ich irgendwie sehr sympathisch, wie der Film irgendwie aufgebaut ist, auch wie die Anfangssequenz ist. Jeder, der so ein bisschen Horrorfilm-affin ist, weiß eigentlich, dass am Anfang, naja, kommt meistens was und dann baut es erst auf. War ganz interessant. Dann weiter die Entwicklung vom Film. Oh, ich habe mich schon ein paar Mal erwischt, wie ich auf die Uhr geguckt habe, weil es ist halt schon more of the same. Also einfach diese Coming-of-Age-Geschichte. Junge kommt irgendwo hin, wird erstmal von den Bullies auf den Arm genommen und also so dieses typische Mädchen kennen, so ein bisschen Mauerblümchen-Style. Also es ist schon so ja. 0815 Rampe, wobei aber auch nicht so schlecht gemacht. Also das will es jetzt nicht, gar nicht zerreißen. Es ist einfach so vom ersten Gefühl, habe ich alles schon mal gesehen, war jetzt aber nicht so schlecht. Es waren schon angenehme, teilweise sogar so Feel-Good-Vibes, muss ich sagen. Ja, dann nimmt der Film mehr und mehr an Spannung auf und es ist ja toll, wenn man noch ein bisschen so geblättet ist. Geblättet ist das falsche Wort, weil er hat mich jetzt nicht tierisch überrumpelt, aber wenn ich es jetzt alles so zusammenfassen wollte, war er nicht schlecht. Ich fand ihn echt okay. Es ist ein Gruselfilm, würde ich sagen. Ja. Es ist jetzt kein Horrorfilm in dem Sinn. Es ist kein Thriller. Es ist ein Coming-of-Age-Story mit Gruselelementen, die aber eigentlich ganz cool gemacht. Also dieses, nennen wir es mal Creature-Design, fand ich jetzt nicht so schlecht. Auch wenn man sich überlegt, dass der Film wie viel? 66.000 US-Dollar gekostet hat. Ja, ist ein Indie, ist ein Indie-Titel an sich. Und dafür waren die Effekte eigentlich einfach okay. Also das hat man tatsächlich schon schlechter gesehen. Ja. Genau. Auf was wollte ich noch raus? Irgendeine Sache hatte ich jetzt noch auf der Zunge, was mir jetzt extrem wichtig war. Ach ja, genau. So gut wie kein Jumpscare. Muss man sagen, seit Blumhouse Productions etc. pp. Dieses ganze Thema mit Musik dreht auf, Spiegel wird angeklappt, im Hintergrund steht einer, Musik ist laut, man erschreckt einfach. Also dieses gewollte Erschrecken hat der Film nicht. Also der hat eher Atmosphäre und so ein bisschen gruselige Vibes, aber nie, wie soll ich sagen, mit dem Vorschlaghammer. Ja. Also rundum, ich fand ihn jetzt so nicht so schlecht, hab tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, weil ich ein bisschen was gelesen habe, aber bin jetzt aber auch nicht völlig überrollt.
also wenn ich jetzt eine Note geben müsste, müsste ich jetzt lange überlegen zwischen 2,5 und 3 Sternen von 5. Das mal von mir. Was sagst du dazu? Ja, also ich war auch erstmal ganz offen, was da so passiert. Vor allem, weil ich ein großer Fan von Sam Raimi bin, der ja dem Film anscheinend auch so ein bisschen Zuspruch gegeben hat, wie man irgendwie aus den Medien mitgekriegt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir Spaß gemacht. Er hat einen super Look. Dafür, dass er low budget ist, fand ich den Look vom Film von Anfang bis Ende eigentlich super cool. Auch die Effekte, alles, was da so passiert ist, war eine runde Geschichte. Was vielleicht für mich so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen war, wenn man das so sagen will, dass es für mich ein bisschen zu viel Mischmasch aus allem war. Also es war so Patchwork. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, wo die Pierce Brothers, heißen sie, glaube ich, ja, die den Film gemacht haben, wo die ihre Inspiration her haben. Also man sieht viel von ein bisschen Creature-Horror da. Man hat ein bisschen Paranormal Activity hier. Man hat dieses Coming-of-Age-Thema, was sehr cool in Szene gesetzt war. Anfänglich dann mit diesen 80er-Jahren-Vibes, was sich aber dann nach hinten raus so ein bisschen dann natürlich verloren hat, weil der Film ja in der Gegenwart spielt. Und ich hatte das Gefühl ganz zum Ende vom Film, dass er nicht so wusste, was er sein will. Es war viel von allem. Das war sehr cool gemacht. Das hat Spaß gemacht. Also ich bin jetzt auch aus dem Kino heraus mit einem guten Gefühl, was den Film betrifft. Aber er hat so ein bisschen hinten raus einfach vielleicht nicht gewusst, was er sein will. Logiklöcher und so Geschichten lassen wir einfach mal raus. Braucht man jetzt nicht drüber sprechen in dem Fall. Ich würde sagen, wenn jemand ins Kino geht und erwartet einen guten Horrorfilm, dann ist er vielleicht an der Stelle fehlplatziert. Es ist eher, ja, so wie du es gesagt hast, so dieses Coming-of-Age-Thema mit Gruselelementen. Ich würde sagen, jemand, der im Horrorfilm-Genre nicht so zu Hause ist und ist vielleicht ein bisschen zarter beseitet oder am Wasser gebaut, der wird Spaß haben mit dem Film. Ja. Also für alle Leute, die mit harten Filmen im Horrorgenre nichts anfangen können, wird der Film Spaß machen. Die werden sich auch erschrecken und werden auf ihre Kosten kommen. Alle, die vielleicht einen härteren Film erwartet haben oder zumindest mal irgendwas, was in diese Richtung geht, erwartet haben, die sind vielleicht dann eher enttäuscht. Nichtsdestotrotz, ich würde dem Film auch von einer 5-Punkte-Bewertung, ich wäre bei 3 Punkten, glaube ich, weil letztendlich am Ende hat er Spaß gemacht, ich bin raus aus dem Ding, habe ein gutes Gefühl gehabt, mir hat die Optik gefallen und alles drumherum und damit ist, glaube ich, alles gesagt, zumindest mal jetzt so aus der Schnelle heraus. Ne? Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man als Kritik drunter schreiben würde, wäre es Genre-Gulasch für Freunde des geringen Horrors. Also den könnt ihr echt mal mit eurer Freundin, die jetzt sonst keine Horrorfilme geschaut hat, bis auf was weiß ich was, Twilight. Nee, Spaß, aber den kann man ruhig mal einfach schauen. Ja. Muss man jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob man dafür ins Kino muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Atmosphäre ist schon ganz cool, aber den kann man einfach schon mal machen. Ja. Also man muss ihn nicht gesehen haben, aber ich glaube, man macht auch nichts verkehrt, wenn man mal gesehen hat. Also irgendwie. Ja, ich würde auch sagen, wenn ich irgendwann mal wieder so einen Gruselfilmabend mache und habe Freunde dabei, die harten Dinger nicht so abkönnen, ja, der kann da durchaus so, der geht mit rein. Ja, ne? Das glaube ich auch. Also den kann man da gut zeigen. Also spätestens Amazon Prime oder wenn er auf Netflix kommt, guckt ihn euch mal an. Weil, wie gesagt, sollte man eine Chance geben, kleines Budget, alles frische Darsteller. Also kennt man eigentlich niemanden, nicht mal so irgendwie, dass man sagt, ja, okay, der hat mal, was weiß ich, die 28. Nebenrolle in dem Film gespielt. Ja. Also, aber einen sehr guten Job. Also ich muss sagen, definitiv. Das war wirklich, mich hat keiner genervt. Nee. Also auch die Jungen, vor allem, es waren ja jetzt mehr junge Darsteller letztendlich oder mit junge Darsteller. Das war überhaupt nicht drüber oder irgendwie unglaubwürdig. Also das hat rundherum gut gepasst. Ja, es hat an sich Hand und Fuß. Also muss man schon sagen. Und wie gesagt, ja. Ja, dann würde ich jetzt nochmal kurz zum Schluss. Genau, The Witch Next Door läuft jetzt aktuell 4. Woche im Kino. Geht 95 Minuten, ist auch nicht ganz so lang. Ist freigegeben ab, oh Gott. Ich glaube ab 16. Schande über mein Haupt, ja, ich glaube auch ab 16. Ja, ja, das war's. Ja, das war's. Also wie gesagt, gebt dem Film mal eine Chance. Gerade jetzt auch, wo jetzt nicht so viele Filme starten, kann man vielleicht sogar mal ins Kino gehen und sagen, okay, ich verbringe mal 95 Minuten mit meiner Freundin,
schönen Horrorfilm abends am Wochenende. Oder mit dem Freund. Ne? Oder mit dem Freund, natürlich. Ich kenne auch viele Jungs tatsächlich, die mit Horror nicht so viel anfangen können. Ach so, ich habe gedacht, wir gehen jetzt, okay. Ich dachte, es geht in eine andere Richtung. Nee, nee, passt okay. Alles. Gut. Nee, alles klar, dann würde ich sagen, dann haben wir es schon. Genau. Also wie gesagt, typisches, geht ins Kino, schaut Filme, schaut Serien, bleibt uns treu, schaut uns, schreibt in die Kommentare, wenn euch was auffällt, was wir besser machen können oder noch besser machen können. Oder wenn ihr den Film auch geguckt habt, was eure Meinung dazu ist, interessiert uns auch. Wird uns sehr interessieren. Genau, ja. Also teilt, liked, Wespe TV, Fast and Curious. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.